Guten Morgen, meine Lieben. Es ist heute Samstagmorgen. Es ist jetzt gleich mittlerweile 9 Uhr. Ist schon 9 Uhr. Ja, wir sind um 8 Uhr oder wollten um 8 Uhr aufstehen. Und wir werden jetzt einkaufen fahren, weil nämlich nachher mein Paket kommt, mein Laptop. Und dann wollen wir zu Hause sein, deswegen fahren wir jetzt schon so früh. Wir sind ja gestern noch von meiner Mama wiedergekommen und ja. Ich wasche mir jetzt nochmal schnell die Hände und dann geht's los. So, wir sitzen jetzt im Auto auf dem Weg zum Kaufland. Es ist echt ein bisschen frisch gerade, hätte ich gar nicht gedacht. Frisch? Ja, nämlich ja frisch. Ich sehe aus auf dem Kopf. Mandala. Alter. Was ist denn jetzt mal? Schatzi, hast du was zu erzählen? Nee, ist kalt. Ja, ne? Und Klimaanlage. Nein, nicht Klimaanlage. Du kannst auch übertreiben. Handbremse. So, du kannst kein Auto fahren. Klar kann ich Auto fahren. Ich habe da hinten eine Deko-Katze. Da. Hallo, Nani. Ja, wir sind, wie ihr seht, wieder zu Hause. Wir haben den Einkauf schon weggepackt, haben gerade Brötchen reingemacht. Das ist mittlerweile 11:30, glaube ich. Schon durch. Wir haben jetzt gerade unsere Betten neu bezogen, machen gerade noch Wäsche an und so Kram. Warten halt, wie gesagt, auf die Brötchen. Dann sollte jetzt schon 12 Uhr sogar, zwischen 11:30 und 2:30 sollte dann mein Laptop kommen. Dann werde ich nachher noch das Video schneiden. Und ich glaube, wir werden heute doch schon schmücken. Oder? Wie du willst. Nee, ja, ich helfe dir nicht. Dann kann ich morgen vielleicht... Okay, obwohl, nee, wenn wir morgen Grünkohleintopf machen, ist Kekse backen doof. Ja, mal gucken. Wird schon irgendwie. Dann kommt da wieder unser großer Stern hin. Da freue ich mich schon drauf. So das Highlight, oder? Sag mal hallo in die Kamera. Moin. Ja, kommt gerade noch so durch, 12 Uhr. Jo, und jetzt, wie gesagt, haben wir gerade noch so ein bisschen Klarschiff gemacht auch. Und es ist Samstagmittag, 12 Uhr und wir sind quasi fertig mit allem. Es brennt schon eine Yankee Candle, Strawberry Buttercream. Riecht so gut. Bitte? Wie du riechst, ne? Ich Brötchen, krieg Hunger. Ich hab auch Hunger, wir haben noch nichts gegessen. Mama hat Hunger. Ja, wir wollten eigentlich schon, ich glaube, von einer Dreiviertelstunde, nee, von einer halben Stunde zum Sky anmachen, oder? Und dieser blöde Receiver, der läuft und lädt da irgendeinen Kram und macht nicht mehr. Nee, EPG. Wo man das bestimmt auch ausstellen kann, dieses EPG. Ja, aber das brauchst du. Ansonsten kannst du Sky nicht gucken. Generell nicht. Ist ja blöd. Mhm. Ich bin auch heute nicht großartig geschminkt. Ich habe nur einmal mit ein bisschen Augenbrauenmascara meine Augenbrauen gemacht. Na, da musst du. Geht sogar eigentlich. Und ein bisschen normale Mascara. Mehr nicht. Ich will meiner Haut mal ein bisschen Ruhe gönnen. Leute, die bricht so aus. Überall nur Pickel hier oben. Die Stirn ist ja sowieso schon seit Wochen so. Also entweder muss ich das einfach jetzt nur mal aussitzen und komme in die zweite oder bin in der zweiten Pubertät, weil ich ja die Pille abgesetzt habe. Oder ich weiß auch nicht. Meine Lieben, es ist um einiges später. Wir haben es mittlerweile schon 11 Uhr abends. Mein Freund hat eben den Tannenbaum geschmückt. Ja, ihr habt richtig gehört, den Tannenbaum. Ja, irgendwie mussten wir ja mal anfangen.
Aber ich bin irgendwie schon den ganzen Tag so ein bisschen am Rumkränkeln. Ich habe heute übrigens meinen Laptop bekommen, meinen neuen. Ich zeige euch den morgen mal quasi so in groß und so. Das hier sind die Boxen. Und der ist echt riesig. Der ist so riesig. Mein Handy zum Vergleich. Nehmen wir einmal das Galaxy S6 zum Vergleich. Alles klar. Ja, also der ist schon sehr, sehr groß. Ich hätte den nicht so groß erwartet. Aber ist ja auch gar nicht mal so schlecht. Ich habe damit jetzt auch schon ein Video geschnitten. Und es ist erstmal eine Umgewöhnung, weil er so groß ist. Aber ich glaube, es klappt ganz gut. Und dann war ich aber den ganzen Nachmittag so ein bisschen am Rumkränkeln. Ich weiß auch nicht, ob man das hört. Irgendwie die ständig irgendwie husten. Ich kriege nicht richtig Luft. Und so ganz blöde. Ich glaube, ich werde krank. Ich habe da noch eine heiße Zitrone getrunken. Ich glühe auch irgendwie den ganzen Tag schon, aber hatte eine kalte Nase und irgendwie komisch heute. Wir haben Harry Potter geguckt, jetzt eben gerade so ein bisschen nebenher auf Sky. Was haben wir davor geguckt? Gar nichts. Achso, doch, heute Mittag haben wir The Revenant geguckt. Der Rückkehrer mit Leonardo DiCaprio. Also ich muss sagen, wäre ich ins Kino gegangen, hätte ich mich geärgert. Obwohl der Film richtig gut gemacht ist. Also richtig gut gemacht. Aber ich finde es ein bisschen anstrengend, den zu gucken. Weil halt vergleichsweise zu anderen Filmen wenig geredet wird. Es wird halt viel getan. Ja. Aber alles in allem richtig guter Film. Und es lohnt sich auf jeden Fall, den anzugucken. Nur ja, Kino hätte sich für mich persönlich halt einfach nicht gelohnt. Das Paket von dem Laptop hier, das war total demoliert, was mit Hermes kam. Aber der Laptop ist an sich so okay. Es wurde ja noch Arbeitsspeicher nachträglich eingebaut und der ist echt einfach so riesig, aber auch mega schnell. Es macht also super Spaß, damit Videos zu schneiden und ja, wie gesagt, das heute kam leider ein bisschen später online, weil, wie gesagt, so ein bisschen am Kränkeln. Ich habe, glaube ich, 2-2,5 Stunden dafür gebraucht, einen 13-Minuten-Vlog zu schneiden. Weil ich einfach immer wieder, ich konnte mich nicht konzentrieren und ich habe jetzt auch schon wieder Kopfschmerzen. Das ist ganz komisch und ganz blöd. Und deshalb werden wir jetzt leider noch ihre Sachen geben. Ich nehme auch noch meine Tablette und dann gehen wir ins Bett, weil ich bin total tot, ich bin total müde. Und ich freue mich jetzt einfach nur aufs Bett. So, meine Lieben, ich liege jetzt im Bett, bin total fertig und möchte einfach nur noch schlafen. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen, wünsche euch jetzt auch hallo eine gute Nacht, Tag, Abend. Abonniert sehr gerne meinen Kanal und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss!